Wir sagen Servus vom Flugplatz Hohenems für eine neue Ausgabe Ländle Talk on Tour. Und während hier die Maschinen abheben, ist einer bei uns gelandet, den man eigentlich schon als Bademeister kennt. Die Ehre mit dem Uli Lorca hatten wir schon einmal im Naturbad Unterau in Frastanz haben wir eine schöne Serie gedreht. Ulrich, neben dem Element Wasser als Bademeister hast du das Element Luft auch für dich entdeckt. Das schon seit 12 Jahren. Erzähl bitte deine Leidenschaft. Ja, ich bin seit 12 Jahren Gleitschirmpilot und Inhaber vom Flugunternehmen Tandem Paragleiten Vorarlberg. Ich biete auch für Passagiere Gleitschirmflüge vom Berg ins Tal und habe eigentlich meine Passion vom Flüger, vom Soloflüger mit dem Gleitschirm, irgendwo am Berg da oben wegstarten und den Acherflüger, weil ich natürlich ein fauler Bergläufer bin, uff ist toll, Acher ist nicht, knieschonend. Und das habe ich einfach auch zu meinem Beruf gemacht, oder? Also genau, das ist nicht nur Berufung, sondern es ist auch deine kleine Firma, dein Unternehmen, dein Beruf. Du hast gesagt, in deiner Euphorie jetzt von dieser geballten Ladung an Informationen vom Berg ins Tal, nona net, hinauf geht's auch, oder wie? Ja, hinauf geht's auch. Ja, genau. Es gibt im Angebot so spezielle Thermikflüge, wo man dann mit der warmen Luft sich aufdreht bis zur Wolkenbasis. Und natürlich noch oft Strecke gehen kann und manche Täler überflügen. Höhen von 3.000 bis 3.500 Meter sind möglich. Darfst du das überhaupt so hochfliegen? Ja, wir sind genehmigte Streckenflieger. Wir haben die ganze Ausbildung absolviert und dürfen bis zu einer Höhe von fast 4.000 Meter aufsteigen, was aber recht selten ist. Ja, ich denke mir auch jetzt, ich bin ja auch ein bisschen affin hier an diesem Platz und denke mir jetzt so 3.300, 3.500 Meter merkt man schon, dass der Sauerstoff etwas weniger wird. Man atmet und kriegt nichts in die Lungen. Darum denke ich mir jetzt mit einem fremden Passagier da, um den Bitspin zu kreisen. Es ist schon, Thermikflüge ist was für wirklich Begeisterte und solche, die das machen, wenn sie schon mal geflogen sind. Aber ist für jeden machbar, weil man steigt nicht so schnell auf, dass man das schockartig mitkriegt. Und man sinkt auch nicht massiv schnell ab, dass man das irgendwie schockartig zum Spüren kriegt. Zweimal Schock in deinen Sätzen drinnen, das klingt sehr abenteuerlich. Wo kann man das mit dir erleben, deine Leidenschaft? Ich muss dazu sagen, Tandem-Paragleiten ist heute eine sehr sichere Sache geworden. Man geht da kein Risiko ein. Sicherheit steht an erster Stelle, ist Priorität, am Passagier mit einem Grinsen am Boden zu kriegen, der nachher gerne sieht, man möchte wieder machen. Das ist oberste Priorität. Mitflüger kann eigentlich jeder, der ein paar Schritte zu Fuß gehen kann. Im Alter zwischen 6 und 99 Jahren und in einem Gewichtsbereich zwischen 35 und 150 Kilo. Okay. Flüge da am Ring ganz Vorarlberg, das ist gar kein Thema, vom Pfänder bis ins Montafon. Highlight ist natürlich das Montafon, so wie Ischgl, Dünserberg, da gibt es also ganz tolle Regionen, wo das Paragleiten eigentlich eh schon lange etabliert ist. Also man merkt jetzt im Prinzip die ganz, ganz große Begeisterung dieser Geschichte bei dir und vor allem, wo man das überall fliegt. Braucht man da jetzt keine Genehmigung? Also könnt ihr wild jetzt von jedem Berg hupfen? Wild hört sich jetzt wie Schock an bei dir. Ja, genau, gehört eigentlich gerne in das Interview. Okay. Aber es gibt offizielle Startplätze und wenn der Pilot mit dem Grundstückseigentümer geredet hat und der das in Ordnung findet, man macht nichts kaputt, ist das für einen Gleitschirmpilot eigentlich möglich, zum Außenstart- und Landeplätze zu verwenden. Wie schaut es, ich habe es kurz vorher mal angeschnitten, mit der Ausbildung an sich aus? Ich meine, wenn jetzt für mich eigentlich verwegene Dinge, ich sitze lieber in sowas da hinten, aber natürlich jedem, wie es mag und wie es ihm gefällt, aber eine Ausbildung muss ja sein. Wir teilen uns ja einen Luftraum gemeinsam, also muss es zusammenspielen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ausbildung bei euch ausschaut. Jeder, der anfangen will, Gleitschirmflüger, muss einmal in eine Flugschule gehen. Dann macht er in einer Paragleitflugschule erlernt man mal das Grundwissen und allein also einen Gleitschirm zu handeln und zu fliegen und zu beherrschen. Ja.
wenn das nach hunderter von Flügen immer noch die Passion von den Piloten ist, dass sie mehr machen wollen und die so zum Teil entweder gewerblich oder für ihre Freunde oder für familiäre oder fotografische Zwecke verwenden wollen, ist ihnen die Möglichkeit gegeben, in einer anderen Gleitschirmschule eine Ausbildung zu machen, dass man zugelassen wird zum Gleitschirmpilot für Tandemflüge, für Passagierbeförderungen. Diese Ausbildung dauert dann wieder etliche Zeit und man muss etliche Flüge oben mit einem zweiten Pilot machen, der genauso einen Flugschein hat. Also es kann nicht einfach jeder so machen. Und dann steckt noch ein Haufen Geld dahinter. Also Ausrüstung ist nicht billig, Flugzeug ist genau das gleiche wie ein Gleitschirm. Es sind zweistellige Beträge. Nein, da bin ich dagegen. Das ist nicht dasselbe. Es fliegt Uli, alles. Komm ein bisschen her. Du zeigst hier deinen Rücken, der auch sehr schön ist in die Kamera. Bleib ein bisschen bei mir. Lass uns mal kurz auch drüber reden, wie könntest du jetzt das beschreiben? Das, irgendwann muss es ja selber mal gehen. Es geht um das Hochziehen, den Hang hinunter. Versuche mal das zu erklären. Das erste Mal, wenn man abhebt, ist das mit dem Lehrer zusammen noch im Tandem, springt man da weg? Oder? Also es ist jedem offen, zuerst einen Tandemflug zu machen. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen vor fast 13 Jahren. Ich fange jetzt an Flüger und für mich hat es vorher nie einen zu zweit Flug gegeben. Ich bin nie Tandem geflogen, ich bin in die Schule gegangen und habe dann Schein gemacht und bin fortan alleinig weg. Ja, und wie war jetzt eben das erste Mal? Nein, das erste Mal, wo du überhaupt geflogen bist. Das ist der Hoch. Der Lehrer daneben und gesagt, renn, spring, spring. Und dann hast du das hochgezogen und es ist von selber gegangen. Ja, es ist im Prinzip einer Weg. Man startet nicht gleich in der Höhe weg. Es sind niedrige Versuche, also im Höhenbereich von 5, 15, 20 Meter. Ja. Und da kann im Prinzip nichts passieren. Ja. Das macht man dann ein paar Mal, einen halben Tag, dass man weiß, wie man startet und landet. Und dann kommen eigentlich schon die ersten Höhenflüge. Also und das, was man in der Schule gelernt hat, theoretisch, ja, wird man gleich zu Anfang an selber in die Praxis umsetzen. Genau. Und Learning by doing. Und das funktioniert mal wunderbar. Mehr, mal weniger. Ja, wunderbar funktioniert es. Doch, also mehr. Ja, ja. Es funktioniert immer. Die Lehrer, die heute in den Schulen engagiert sind, sind selber sehr engagiert und wollen ja gute Schüler von sich geben. Und als in der Flugschule Schniff ist, wenn ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen darf für sie, wird wirklich hervorragend gelehrt. Und man merkt es sofort, nach den ersten 5 Höhenflügen klappern meine Knie immer noch beim Starten oder bin ich der Pilot der Zukunft? Uli, dieser Sport wird jetzt immer so ein bisschen in der Männerdomäne geschickt. Gibt es auch Frauen, die das erstens einmal jetzt schon machen und die das machen können? Ja, Frauen gibt es sehr viel im Gleitschirmsport. Ja. Wir haben im Land eine Weltmeisterin, sogar die Andrea. Und die fliegt schon, glaube ich, 30 Jahre oder 25 Jahre sicher und ist auch Tandempilotin, sehr eine gute Frau. Es gibt auch viele junge Mädels, die das machen, richtig engagiert, die heiße Hennen, die sich da den Kerle im Prinzip nichts von der Butter, von dem Brot nehmen lassen, also die gehen schon Gas. Und ist recht gut, dass so die Industrie, die Gleitschirmindustrie, für so leichte Mädels, kleinere Mädels, also im 50, 55 Kilo Bereich, Ausrüstungen produzieren. Also, okay, also die Frau ist erstens einmal herzlich willkommen und wird in nichts eingeschränkt, auch im Paragleiten? Überhaupt nicht. Damen sind uns herzlich willkommen und es ist nicht nur eine reine Männerdomäne. Wir haben einige Mädels, die wirklich fliegen. Jetzt haben wir viel über das Gewicht gesprochen. Wie ist es denn so mit dem Einstieg vom Alter her? Wann darf man so eine Schule besuchen? Wann kann man den Gleitschirmfliegerschein machen? Also einen Pilotenschein für Gleitschirme kann man ab 16 Jahren machen, mit einem Verständnis für die Eltern, oder ab 18. Und ja, Mitflüger als Passagier kann man von 6 Jahren bis 99 plus. Ist gerade gleich wie Hauptsache, man kann ein paar Schritte laufen. Bringen tut es erst ab 6 Jahren. Oder die Kinder sind richtig interessiert dran. Und da macht man aber keine Höhenflüge, es sind eher niedrige Flüge, weil die Kinder, die wollen einfach mal mitfliegen. Und dann dauert das wieder ein paar Jahre, die sind richtig begeistert. Und mit 10 kommen sie dann wieder und wenn wieder einmal fliegen.
Als letztens ist gerade erst der Pfarrer von Tschegunz, der Peter Stehmer, Altpfarrer muss ich betonen, gell? Der hat zur Rente einen Gleitschirmflug geschenkt mit uns und ist stolze 87 Jahre jung und ist mitgeflogen. Tadellos, alles hat funktioniert, eine Mordsgaudi hat der Marca. Im Mont davon. Ab der Wormser Hütte sind wir geflogen, einer von der höchsten und schönsten Startplätze für Gleitschirmflüge in ganz Vorarlberg. Ja. Ist ein wunderschönes Erlebnis, aufgedreht auf 3000 Meter und mit dem Pfarrer eine gute halbe Stunde umgeflogen. Ein wunderbares Erlebnis für alle gewesen. Ja, unglaublich schön. 87 Jahre jung. Jetzt hat er sowieso schon viel vorweggenommen. Eigentlich aber doch die Frage, wenn ich jetzt einen Flug bei dir buchen möchte, wie funktioniert das von Anfang an? Punkt 1. Telefon, telefonieren. Also ganz einfach ist es auf der Homepage tandembuddy.com. Die ganzen Kontakte, die Flugrouten, Impressionen anschauen und sich dann die Inspiration zum Burhardt geben. Noch einfacher auf Facebook Tandemparagleiten Vorarlberg. Und da sind die ganzen Kontaktdaten und auch ein paar Impressionen, die man sich anschauen kann. Da gibt es einen Webshop, da kann man sich Gutscheine bestellen. Mit den Gutscheinen kriegt man eine Ermäßigung, kann das als Geschenk weitergeben, als Überraschungspaket oder für sich selber da solche Gutscheine kaufen und für einen Flug zu verwenden. Sehr gut. Und dann, also, dann kommt der Gutschein zu dir und dann die nächsten Schritte, wie geht's? Sobald sich der Passagier dafür entschlossen hat, der Flugbegeisterte, jetzt möchte ich gerne noch einmal in die Luft und das erfahren, wie das ist, Couchsurfen in 3D, sage ich immer. Ja, okay. Es gibt nichts Gemütlicheres wie Paragleiter. Ja, ja. Also wir daheim im Fernsehsessel, auf dem Logenplatz vorne kutschiert zu werden und wenn der das möchte, tut er mir anrufen, eine E-Mail schreiben, dann nehmen wir Kontakt auf miteinander. Ich tue ihm den Unterricht, wie die Flugbedingungen, das Wetter ist, man macht aus, wo man denn startet, an welchem Berg das man geht, Zilvretta, an Dünserberg, an Pfänder oder wo der sind spezieller Flug machen wird, was wir auch anbieten, spezielle Flugrouten, wenn er sieht, ah, ich möchte mal über mein Haus fliegen oder ich möchte dort eingeladen werden, zum Beispiel für Hochzeitsflüge oder so, vor Standesamt in Kappel, das machen wir auch öfters. Dann tut er mich kontaktieren, dann machen wir das aus. Wenn das Wetter dann noch passt, treffen wir uns am Startplatz und da werden die ganzen Instruktionen und Impressionen noch einmal mit dem Passagier besprochen. Wo ist der Startplatz? Startplätze, also am liebsten fliege ich natürlich im Mont davon oder am Dünserberg. Du hast gesagt, vom Bodensee bis ins Mont davon gibt es die Geschichte. Genau. Und deine Lieblingsgeschichten sind Mont davon und Dünserberg. Ganz weil genau. Da die Thermik perfekt ist? Weil das das ultimativ schönste Fluggebiet in ganz Vorarlberg ist. Oder? Flüge kann man natürlich auch im Bregenzerwald, am Pfänder oder da am Karren oder überall, wo es einfach einen Berg oder einen Hügel gibt. Im Winter fliege ich jetzt hauptsächlich in Ischgl und im Mont davon. Da können wir die Leute vom Skigebiet ins Tal und ist als Skitag ein Highlight. Nicht am Lift anstehen müssen oder mit mir dafür das Ahe zu fahren, sondern ganz einfach Ahe geflogen wäre mit einem tollen Gleitflug. Stichwort, woher kommt die Bezeichnung Tandem-Buddy? Ja, Tandem-Buddy, ich habe lange um den Namen gerätselt. Okay. Ganz kurz abgewegt, das Buddy-Prinzip. Buddy-Prinzip haben Ärzte, Militär oder bei Taucher oder bei Fallschirmspringer gibt es das Buddy-Prinzip. Das Buddy-Prinzip sieht aus, doppelte und dreifache Sicherheit. Gegencheck, das sieht das Buddy-Prinzip aus. Und da ich ja Tandem-Pilot bin und mit den Leuten geflogen gegangen, haben wir gedacht, das lässt sich gut vereinen. Ich bin mit 100%iger Unfallfreiheit gesegnet, beim Tandemgewerbe natürlich. Und drum Tandem-Buddy. Lieber Uli, ein wunderschönes Interview mit dir. Wieder, wie man es gewohnt ist von dir, bodenständig, unterhaltsam, informativ, sehr sympathisch auch. Wenn ich jetzt uns als zwei Piloten betrachten darf, was mir jetzt an der Nähe sehr gefallen hat hier am Boden, hoffe ich in der Luft nicht zu erleben. Du fliegst dort und ich dort, bitte. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Glück, hab gut Land, heißt es in unseren Kreisen. Und wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.